Ich frage mich, warum da kein Graffiti drauf ist. Gut, wir gehen erstmal nach links, würde ich sagen. Wir können ja später mal schauen, was rechts ist. Ist, glaube ich, sowieso alles so ein bisschen... Wir werden ja noch öfter vorbeikommen, nehme ich mal so an. Ach ja, da haben wir es ja schon. Eine Leiter. So, nimm doch mal bitte die Leiter, Simon. Es ist so schön. Ja, jetzt hat er also auch eine Leiter in seinem Hut. Na dann. Nimm bitte das Wagenrad. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Aber die Leiter nicht, ist klar. Gut, schauen wir es uns mal an. Ich liebe Wagenräder. Warum auch immer. Gut, dann gehen wir mal... Können wir hier hinten lang gehen? Ach, tatsächlich. Oh, gut, dann gucken wir uns erstmal hier um und gehen dann in das andere Haus rein. Was haben wir denn hier? Was? Schokoladentrüffeltür? Was zum Henker? Okay, hier hinten ist ein Bienenstock. Schauen wir es den mal an. Zu nahe gehe ich da nicht dran. Ach, sei keine Püppi. Nimm ihn. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Iss ihn. Das verbietet mir mein Diätplan. Sprich mit ihm. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Öffne ihn. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Schade. Benutze die Schere mit ihm. Das geht doch so nicht. Ach. Na gut, dann lassen wir das mal und wir schauen sie uns erstmal an die Tür. Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Ein Bonbonladen also. Na dann aber ganz fix. Wo haben wir denn Öffne? Hier haben wir Öffne. Rein mit dir. Es ist abgeschlossen. Mist. Mist. Okay, ansonsten können wir ja auch gar nichts machen. Dann gehen wir wieder zurück. Tja, die Welt, die scheint sich erstmal so ein bisschen unfreundlich uns zu geben. Wir kommen hier nirgendwo hin. Gehen wir mal hier rein und schauen mal, was wir so ergattern können. Ein Erkältungssaft. Den stecken wir direkt mal ein, solange niemand zuschaut. Zack, her damit. In Adventures immer alles, was man kriegen kann, einsammeln, das hilft. So auch bei diesem Elchkopf. Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Aus Pappmaché. Na dann, steck mal ein. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ach so, natürlich. Wo mir mal wieder zu sagen bliebe, aber die Leiter passt rein. Was auch immer ein Spezienglas ist, wir stecken es mal mit ein. Gut, haben wir auch das. Verdächtige Kräuter. So, ansonsten ist ja auch, glaube ich, gar nichts mehr. Gut, dann gucken wir nochmal. Haben wir hier noch was? Ach nee, es war der Elchkopf, okay. Gut, dann gucken wir uns nochmal die verdächtigen Kräuter an. Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Ich kann mir schon denken, was der für Kräuter anbaut. Ich komme nicht dran. Nämlich die, die man mal nebenbei irgendwo drin einwickelt und anzündet, um dann dran zu ziehen. Okay. Schade, schade. Hier ist also soweit niemand. Hier ist irgendwie die ganze Stadt leer. Dann werden wir uns mal die andere Seite des Dorfes anschauen. Und mal schauen, ob wir da vielleicht etwas mehr Erfolg haben werden. Nicht wahr, Ali? So. Shoppe! Auch schön. Gut, ich will aber erstmal hier lang gehen. Ich will erstmal gucken, was es hier so gibt. Huch! Oh, wir kommen hier raus. Nee, da gehen wir erstmal wieder rein. Okay, gehen wir mal in den Shoppe. Öffne mal die Tür. Und hinein mit dir. Ach! Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Ja. Und ich sage, er gehört hierher. Okay. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Ich war zuerst hier. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Falsch! Du bist aus meiner gewachsen, du hässlicher, überflüssiger Pickel! Hals, Maul! Ich muss aufs Klo! Bitte höflich darum. Könnten wir aufs Klo gehen, bitte? Nein. Das werde ich mir merken. Ja, äußerst sympathisch, die beiden. Oder der eine, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß gar nicht, was die darstellen sollen, ja, aber... Hast auf jeden Fall du die organische Suppe hergebracht? Ganz süß. Die steht bei den anderen Suppen. Aber sie ist organisch. Deshalb passt sie zu dem anderen organischen Zeug. Was zum Teufel weißt du denn schon?
Ich frage mich auch, warum die das Asparagus-Gelee nicht mit Spargel-Gelee übersetzt haben, aber gut, was soll's. Wir schauen uns jetzt mal um hier, bevor die wieder zu quatschen anfangen. Das ist ein Kuchen mit rosa Zuckerguss. Oh, bitte, bitte, Simon, kauf ihn mir. Er ist so schön rosa. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Mist. Dann vielleicht den Kuchen. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Ach, Mist. Dann vielleicht die Schminke. Ich möchte das kaufen. Das sind nur Vorzeigemodelle. Ach Mist, dann vielleicht... Die Schminke hatten wir schon. Den Mais. Ich möchte das kaufen. Wir hatten zu viele Beschwerden darüber. Und deswegen habt ihr es noch im Sortiment. Ich möchte das kaufen. Das sind sehr teure magische Bohnen. Die kannst du dir nicht leisten. Das ist schön, dass er das so weiß, ohne irgendwie unseren Geldbeutel gesehen zu haben. Dann kauf mir bitte das Mehl. Ich möchte einen Kuchen selbst backen. Ich möchte das kaufen. Nichts mehr übrig. Dann vielleicht die Säcke. Ich möchte das kaufen. Was würdest du damit anfangen wollen? Dann vielleicht die Fässer. Ich möchte das kaufen. Die sind reserviert. So wie alles in diesem Laden. Okay, dann vielleicht die Ladenbesitzer selbst. Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Gut, dann nimm die Uhr. Ich möchte das kaufen. Das ist unverkäuflich. Es ist ein Familienerbstück. Schade, die gefällt mir. Gut, haben wir noch irgendwas? Nö, hier in der Ecke ist nichts mehr. Nerv ich euch schon? Bücher! Ich möchte das kaufen. Tut mir leid, die sind alle für Nanlok den Barbaren reserviert. Nanlok der Barbar. Vielleicht kriegen wir die ja später, wenn wir irgendwas mit Nanlok gemacht haben. Ich weiß es nicht. Hier, Taschentücher, unbedingt. Ich möchte das kaufen. Die sind nicht zu verkaufen. Nee, die sind für irgendwelche Pubertierenden. Ach, wir sind ja selber ein pubertierender Junge. Na sowas. Ich weiß, wofür Simon die wollte. Nehmen wir uns mal den Haushaltsreiniger. Ich möchte das kaufen. Sind nur Fälschungen. Schade, ich habe heute noch nichts getrunken. Oder vielleicht die Süßigkeit? Ich möchte das kaufen. Die kann ich dir nicht verkaufen. Ich mag sie zu sehr. Die beiden sind spitze. Können wir noch mal mit denen reden irgendwie? Entschuldigung, wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Hör nicht auf ihn. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. 40%. 50%. Werde ich jetzt bedient oder was? Was kann ich für dich tun? Ja, ich frage mich gerade, ob die beiden auch irgendwie nützlich sein können. Ist das eine Art Idiotenshow? Ich weiß nicht, was du meinst. Er redet über uns, du Idiot. Es war ein verrückter Unfall, okay? Okay. Nun, was kann ich für dich tun? Ich will gar nicht wissen, was ihr für seltsame Sachen macht, dass sowas bei Unfällen passiert bei euch. Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche? Welche Art von Informationen? Was weißt du über... Ach, das ist gut. Was ist die Quadratwurzel aus 1369? 37. Okay, wenn du das sagst. Wo in der Welt ist Carmen San Diego? Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Wer zur Hölle ist Carmen San Diego? Kennt die jemand? Ich habe noch nie von der gehört. Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Vielleicht gibt er uns ja Calypso frei, wenn wir ihm sowas schenken und ihn irgendwie umgarnen oder so. Ich weiß es nicht. Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. Was? Wie auch immer. Schnell raus hier. Bevor wir selber noch so bekloppt werden wie die. Das muss ja nicht sein. Okay, weg vom Shoppe. Das erklärt auch, warum die so ein dämliches Wort hier oben dran schreiben. Okay, weiter mal hier geguckt. Das sieht doch stark nach Kneipe aus. Schau bitte mal das Schild an. Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Sympathisch auch der Kerl, wie er so oben da hängt mit so einem seligen Lächeln im Gesicht und seinen Krug ins Gesicht einem hält. Okay. Na dann rein in die gute Stube. Sympathisch. Gefällt mir hier. Ich glaube, den treffen wir im zweiten Teil wieder. Er sieht vollkommen fertig aus. Ja, nimm den Zwerg, genau. Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Iss ihn. Ich mag sie lieber gekocht. Okay, Schluss mit dem Quatsch hier. Wir reden mal mit ihm. Ich möchte ihn nicht weg. Das ist ja wie mit unserem Hund, ich fasse es ja nicht. Okay, mal sehen, ob wir vielleicht mit den Walküren reden können. Hallo.
Hallo. Was willst du denn, Junge? Nur mal reden. Euch irgendwie verführen oder so. Ihr bezaubernden Prachtexemplare eurer Schöpfung. Also, kommt ihr oft hierher? Hast du irgendwas eingenommen, Kindchen? Werde aussehen. Die sind nicht zu knacken, die sind so heiß, die werden von allen umgarnt, da kommt unser kleiner Simon nicht mit. Ich finde auch gut, die ist im Sitzen so groß wie er hier hinten im Stehen. Hi, ich mache eine Umfrage für den wöchentlichen Krieger. Würdet ihr teilnehmen? Na gut. Was, echt? Okay. Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Wisst ihr etwas über Zordit, den bösen Zauberer? Deshalb sind wir eigentlich hier. Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Ah! Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur raffend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder. Wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Mit Bier, genau. Ja, ihr seid mir sehr sympathisch, ihr beiden. Was sind denn eure Maße? Ich habe 38, 22, 34. Was? Und ich habe 36, 24, 34. Ach so, Inch vielleicht, oder was? Ich weiß es nicht. Was sind das für Maße? Könnt ihr das mit Inch hinhauen? Warte mal. Was haben sie gesagt? 38 sind, also sagen wir mal, rund 40. Ein Inch sind 2,54 Zentimeter. Das sind... Oh. 100... Ja, das... Ja, vielleicht. Wenn ich die mir so anschaue, könnte das sein. Gut. Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Halte doch bitte eine Minute deine Hormone im Zaum. Schade, ihr seid so sexy, ich wäre gern mit euch ins Hinterzimmerchen gesprungen. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Klar, bei Valkyrentest24.de oder so. Nee, ich guck noch mal kurz, ob die irgendwelche anderen... Da waren ja noch ein paar andere Gesprächsoptionen. Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Was haben wir denn da? Ich habe gerade Hobbits gelesen. Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Und ich töte gern und trinke viel. Gerade die Rechte ist mir sehr sympathisch, die finde ich gut. Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Nun, rohe Gewalt hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Draußen auf dem Schild, da ist einer. Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wir haben viel Bewegung. Wenn du verstehst, was wir meinen. Oh ja, das weiß ich. Wir können auch ein bisschen Bewegung mit mir haben, Ladies. Was tragt ihr gewöhnlich im Bett? Rüstung. Hab ich mir gedacht. Ja, bequem, bequem. Wolltet ihr schon immer Barbaren sein? Mit 4 Jahren habe ich den ersten Kobold erlegt. Mit 7 haben wir die erste Stadt befreit. Wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht? Wir sind Zweite in der ersten Liga der Barbarenjäger. Und immer noch in Führung im Wettbewerb um die Ork-Zerstückeltrophäe. Wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Die Schmiede der Kampfzwerge in Northgate. Wir sind nie enttäuscht worden. Was, Northgate? Das passt jetzt irgendwie nicht so ganz rein vom Namen her. Was habt ihr heute Morgen gefrühstückt? Koboldflocken mit Orkauge, einseitig gebraten. Was, das Orkauge oder die Koboldflocken? Was sind eure Ziele im Leben? Gestern überlegten wir, ob wir die Orks vertreiben. Aber wir dachten, deshalb wollen wir heute Zordit töten. Na dann, tut euch keinen Zwang an. Ich hätte kein Problem damit, wenn ihr mir die Arbeit abnehmen würdet. Sind eure Haare gefärbt? Für meines nehme ich Orkblut. Und ich nehme Trollhirne. Dann würde ich doch lieber das Blut nehmen, glaube ich. Okay, Ladies, das war's dann. Keine
meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Ja, ja, sowieso, sowieso. Sonst... Hier drin ist es verdammt heiß. Okay, das liegt an den beiden. Mit dem hier hinten können wir nicht reden. Wir haben natürlich den Barkeeper. Ich will mal kurz schauen, was wir hier hinten noch so haben. Bevor wir mit dem Barkeeper reden.